kostet zu viel. Was geht mit der so ab? Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal machen in der Schule, wie sie Bock hat. Wäre so meine Idee. Haben wir einen Fernseher in dem Haus? Investition Nummer 1. Ganz wichtig, ganz wichtig. Zu teuer. Ach, geht schon. So oder so hässlich. Und weiter geht's. Jetzt mit einem Fernseher. Wuhu. Wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Ich mag gerade anders hinsetzen. Und Strecke. Lange Aufnahmesession heute. Ach ja. Was seid denn ihr für Langweiler, ey? Macht doch mal was Interessantes. Wir hätten vielleicht doch einen größeren Haushalt erstellen sollen. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Mal was anderes. So, das blöde Buch hat er gelesen. Bitte fahre nicht das Haus ab, bitte fahre nicht das Haus ab, bitte fahre nicht das Haus ab. Hilfe. Gott sei Dank. Moment. Jetzt ruckelt's wieder. Wie ich das liebe. Wir haben kein Geld, wir hatten an den Fernseher angelassen, bitte. Läuft wenigstens Wrestling. Ewig her, dass ich Wrestling gesehen habe. Hab ich früher immer geguckt. Mein Bruder. Das Essen schmeckt wohl wieder nicht. Hab ich früher immer geguckt mit meinem Bruder. Und irgendwann aufgehört. Und da bin ich dann vor kurzem irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie, nochmal drauf gekommen und schaue ich mir nochmal ab und zu mal Wrestling-Videos an auf YouTube. Ruckel. Der geilste Wrestler ever ist einfach John Cena. You can't see me. Oh, Nooch. Inshaba. Wobei ich sagen muss, also mit der. Ist in Ordnung. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, aber dem You Can't See Me von John Cena, ich finde, der kriegt gewaltige Konkurrenz vom 619. Der ist auch super geil, der Move. Die zwei besten Moves ever. Also wenn Rey Mysterio und John Cena zusammen kämpfen, ist schon geil.
Früher fand ich immer den Rey Mysterio so heiß, ich weiß nicht warum. Kleiner Zwerg. 1,67 oder so hat er, glaube ich, habe ich mal gelesen irgendwann. Wenn 1,67 stimmt, dann ist der definitiv noch ein Stück kleiner als ich. Ich meine, ich finde das nicht schlimm, wenn man als Mann nur 1,67 groß ist, aber für einen Wrestler ist lächerlich. Aber deswegen hat er auch die geile, den geilen Move mit dem 619. Weil kann man jetzt mit 500 Pfund oder wie viel die an wie viel der wie ist der noch, Big Show oder so irgendwas hat, kann man das nicht so gut durchführen. Geht einfach nicht so gut. Geht nicht so gut. Also wenn ich irgendwo mal im Boxring bin oder so, dann würde ich gerne mal einen 619 ausprobieren. Ist bestimmt geil. You Can See Me sieht dafür geil aus, ist aber jetzt nicht so spektakulär. Aber auch nicht verkehrt, ne? Booyaka, Booyaka, 619. Ach ja. Nee, ne. Scheiße, das Video, das ich hochgeladen habe von Heavy Rain, habe ich hier auf dem anderen Bildschirm laufen, damit ich den Upload verfolgen kann. Und das war bei 99% und ist der Upload abgebrochen. Ich liebe das. Ich liebe es über alles. Wenn bei 98% der Upload abbricht wegen der Scheiße in einer Verbindung, die wir haben. Ich hasse das Internet, das wir haben. Zeit zum Aussehen. Es ist 4:30 Uhr. Mama, was du essen, du Vollidiot. Du hier, du blöde Kuh. Kannst das mal aufräumen, ne? Bart des Bösen nehmen. Finde ich geil. Klaus möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Was hat die für Gedanken? Schule schwänzen. Vor allem am allerersten Schultag. Ne, am zweiten Schultag, Entschuldigung. Meine Fresse. Was soll's? Von mir aus. Was mit dir so? Habe ich noch. Booyaka, Booyaka, 619. Booyaka, Booyaka, 619. Ne, keine Ahnung. Oh, Glibnorb. Nicht abfackeln lassen hier das Haus. Oh. So 10 Minuten früher hätten sie auch getan, oder? Was man nochmal mit Waffeln. Die kann man, glaube ich, nicht so gut essen. Wie viel kriege ich dafür? 250.
Machen wir das hier weg. Machen das hier dazu. So. Ja, ja, ja. Beeil dich. Ich würde sagen, erfüllen wir mal dann gleich den Wunsch hier hoch. Nein, Videospielkonsolen sind schlecht. Du bekommst keine Videospielkonsole. Videospielkonsolen sind was für Loser. Ich meine, du bist ein Loser, aber... Außerdem darfst du dich da nicht mehr waschen gehen, denn Gamer waschen sich nicht. Ihr macht dich wenigstens nützlich. So. Räum mal auf hier. Da kannst du auch eine Kleinigkeit essen von mir aus. Gut. Freut mich. So. Ja, dann kann es jetzt von mir aus Fernsehen. Was kommt denn so? Meine Haare kitzeln mich. Can't get a grown and vamping suture about duple county. Cooper duper.